Hallo und willkommen zum zweiten Teil dieses Plauderflocks im Grünen oder an der Werre. Ja, ich war bei der Stadtbibliothek stehen geblieben. Jedenfalls gibt es dort verschiedene Sessel, in denen man sitzen kann und auch Stühle und Tische, wo man sich dran setzen kann. Und ja, in der Zeit, in der man sich dort aufhält, darf man dort kostenlos, solange wie die Stadtbibliothek auf hat, lesen, was auch immer. Ja, es gibt verschiedene Zeitschriften und natürlich jede Menge tolle Bücher. Ja, und nebenbei darf man das Internet auch noch kostenlos nutzen. Besser geht's doch nicht, oder? Und es ist kein Muss, dass man dort was trinkt. Das darf man auch, wenn man nichts dort trinkt. Ja, perfekt. Da freue ich mich sehr. Gut, auch dieses Internet in der Stadtbibliothek ist nicht so schnell, als wenn ich jetzt selber Internet per Vertrag hätte. Ja, es dauert trotzdem länger. Also ich habe das gestern getestet. Mein letztes Video war, glaube ich, um die 12, 13 Minuten. Die Roomtour, die hatte ich schon ein bisschen vorgeladen, mal draußen mit dem Freifunk statt Freenet. Aber ja, es hat ungefähr 2 Stunden gedauert, bis ich das Video hochgeladen hatte. Ist trotzdem lang, ne? Aber gut, ich kann ja da im Warmen sitzen, wie gesagt, kann dort nebenbei lesen oder halt auch im Internet surfen. Ja, ist super. Und das ist auch nicht so weit weg von mir. Und gut, gestern wusste ich ja noch nicht genau, wo es ist. Jetzt weiß ich es mittlerweile und ja, ich denke, da bin ich auch zu Fuß in 10 Minuten. Das ist okay, da kann ich mit leben. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. So schön. Schau mal. Warte. Ist das nicht schön, wie sie hier durch die Blätter scheinen? Wunderschön. Und auch so schön, wie die Blätter sich schon verfärben die ganze Zeit. Teilweise auch in rosa und rot. Das war es, was ich in La Gomera so vermisst hatte. Diesen schönen goldenen Herbst, ja. Und jetzt habe ich ihn wieder. Dafür bin ich so dankbar. Das ist so schön. Ja, und nach meiner Wetter-App sollte es ab 12 Uhr den ganzen Tag heute hier regnen und nachts auch noch. Und zwischen 11 und 12 sollte die Sonne scheinen. Ja, aber wie man sieht, stimmt das nicht immer so, was die Apps so von sich geben. Zum Glück. Ja, so, dann, warte mal, ich muss mal eben schauen. Okay, haben wir noch Zeit? Wegen dem Wäschewaschen, also in dem Gebäude neben mir, stehen 2 Waschmaschinen unten im Keller und ein Trockner. Und die kann jeder Bewohner normalerweise einmal die Woche nutzen. Und man hat 3 Stunden dafür Zeit. Das muss man sich vorher anmelden. Das wird dann genau notiert. Ja. Aber ich habe in der ersten Woche, in der ich hier war, keine Wäsche gewaschen. Deswegen darf ich diese Woche 2-mal waschen. Ja. Und das Wäschewaschen kostet nichts. Natürlich, das Waschpulver muss man sich selber besorgen. Ja, aber ist doch toll, ne? Das mal dazu. Dann habe ich mich Anfang der Woche jetzt hier angemeldet. Also ich bin jetzt hier in der Stadt Detmold sozusagen angemeldet. Also postalisch noch nicht, aber bei der Stadt eben. Beim Bürgerbüro und ihn dort mit abgemeldet. Und heute habe ich mir meinen Ausweis verlängern lassen. Ja, warum? Weil ich ihn dann sofort wiederbekommen habe. Wenn ich jetzt einen neuen Ausweis beantragen lassen hätte, hätte ich da 2 bis 3 Wochen drauf warten müssen. Und das wäre zu lang gewesen für die Dinge,
die ich hier noch nebenbei erledige. Ja, deswegen habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden. Und ja, dann werde ich irgendwann demnächst den Ausweis dann komplett erneuern lassen. Ja, so langsam komme ich hier voran. Hat ein bisschen gedauert. Da ich ja am Anfang hier komplett in Quarantäne war, mittlerweile darf ich ja jetzt auch raus, obwohl ich in Quarantäne bin. Das heißt eigentlich nur zum Einkaufen, aber der Aldi ist ja hier gerade nebendran. Ich war ja auch einkaufen. Ne? Nö, und jetzt sitze ich ja noch ein bisschen. Ja, was war noch? Demnächst lasse ich hier aber noch einen Corona-Test machen, denn alle Bewohner aus diesem Wohnheim, bei dem ich jetzt bin, die länger als 3 Tage dort sind, weil die Wohnungen oder Zimmer sind nur bis höchstens 3 Tage gedacht. Und wer länger bleiben möchte, muss das dann halt mieten. Und das strebe ich an. Ja. Diese Personen sind verpflichtet, einen Corona-Test machen zu lassen. Das finde ich aber auch völlig okay. Das wollte ich ja sowieso von Anfang an, einen Corona-Test machen lassen, als ich von Teneriffa hierher geflogen bin. Aber zu der Zeit hätte der Corona-Test Geld gekostet und nicht wenig. Und ja, deswegen habe ich es erstmal gelassen und bin dann freiwillig in Quarantäne gegangen. Gut, jetzt habe ich halt dann doppelt Quarantäne. Aber okay, weil wenn ich den Test machen lasse, muss ich ja auf das Testergebnis warten. Und hier hat man mir gesagt, das kann bis zu 5 Tagen dauern, bis ich das habe. Und in dieser Zeit muss ich dann wieder in Quarantäne. Und da in diesen Tagen darf ich dann nicht raus. Das wird sicher nochmal anstrengend, aber okay, ich werde es überleben. Ja, das war das. Ich muss nochmal eben schauen. 7 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal im dritten Teil. Okay? Dann entweder bis gleich, bis später oder bis zu einem anderen Tag, je nachdem, wann ich den dritten Teil hochgeladen bekomme. Tschüsschen!